Ja, ich habe hier nämlich gerade was. Es gibt nämlich noch einen weiteren Modus. Angriffsinfanterie. Kommt zum Einsatz in Berg-, Kleinstädten, Fabriken, Flugplätzen und Städten. Wollen wir das machen? Ja, warte mal ganz kurz. Ich muss mal auf nicht bereit. Was kriege ich jetzt hier? Ich könnte mir das holen. Will ich nicht. Ach nee, das hab ich noch. 29.000. Ach, den Edelstahllauf konnte ich mir noch nicht holen. Ich hab nicht mal mehr 20. Größere Reichweite. Durch erhöhte Stabilität erhält die Waffe nach einem Schuss ihre Genauigkeit schneller wieder zurück. Das brauche ich. Ich brauche noch 4.000 oder 3.100 dazu. Aber ich könnte mir ein Feldscope holen. Ich muss erstmal die Patronen ändern. Ich will ja normale Standarddinger haben. Die macht aber gut Schaden. Die aber auch. Nee, ich bleib bei der und ich hole mir jetzt einfach erst einmal das Scope. Scheiß drauf. So. Okay, bereit. Also wollen wir das mal? Ja, mach das. Wir hauen raus hier. Kurz, Infanterie, Aufklärer und Fallschirmjäger kämpfen um die Kontrolle eines strategisch wichtigen Schlachtfeldes, indem sie Kontrollpunkte erlangen, eine Linie einnehmen oder verteidigen, die zwischen dem Ziel bzw. Zielen führt. Also wie im richtigen Krieg. A und B rennen aufeinander zu und kämpfen um Endpunkt. Ja. Boah, diese Karte hat sich in den paar Tagen echt so verändert. Dabei haben wir gar nicht so lange ausgesetzt. Naja. Diese Wartezeichen erinnern mich so stark an dieses Rising Storm. Wartezeiten, hä? Nee, jedes Mal, wenn ich nur eine Sekunde lang warten muss, erinnert mich das an dieses beschissene Rising Storm, bei dem ich über eine halbe Stunde warten musste. Ach so. Das. Oh Gott. Skidoosh. Was ist da denn? Wie viele Punkte sind das denn bitte? 4, 1, 2 und 3. 12, 13, 14. Okay. Guck mal, uns gehört nur eins. Wir müssen die also alle erobern. Gegen Grün. Also gegen die Alliierten. Gegen Rot, ne? Ne, Grün. Bei mir ist das Rot. Wir sind das grüne Alliierten. Wir sind blau und die markierten Dinger sind rot, die wir einnehmen müssen. Bei mir sind die Grünen. Passt ja auch zu da. Nehmen Sie alle Ziele. Ach du Scheiße, warte. Nee, ja, ein weißer Stern mit gelbem Kreis. Nehmen Sie alle Ziele in 30 Minuten ein. Okay, das wird eine lange Folge. Das hätte man vorher wissen können. Naja, jetzt startet schon, sonst hätte ich jetzt die Aufnahme beendet und eine neue draus gemacht. Ja, was heißt, es startet dann in einer Minute? Naja, ich lasse das jetzt, meine Güte, ist ja nicht so wild. Haben wir hier ein paar gute Spieler dabei? Oh, bei den Gegnern sehen manche Ping-Dinger nicht wirklich gut aus. Das könnte uns zum Vorteil verhelfen. Bei mir steht die Schlacht startet in 47 Sekunden und das verwegt. Bei mir 20. Bei mir hängt, glaube ich, das Spiel gerade. Es scheint dir gerade hinterher zu hängen, ja. Weil bei mir sind es nur noch 10 Sekunden. Aber unsere Spieler haben halt einen viel besseren Ping als die Gegner. Bereit.
Hallo? Ich kann nichts drücken. Jetzt, also ich bin schon drinne, dann musst du warten. Dark Grover hat das Spiel verlassen. Hä? Steht gerade unten. Und ich bin sau langsam, ich kann nicht mal sprinten. Hä? Ich schließe mal alles. Ich kann auch nicht mal springen, was ist denn das? Jetzt kann ich sprinten. Oh toll, ey. Das hat die auch noch nicht. Ja, es kann halt nicht alles reibungslos verlaufen. Da oben steht eh eine AFK rum bei. Oh, Flugabwehr! Verwenden! Mann, ich wäre so gerne dabei. Da gut, das spielen wir dann nochmal. Hier gibt's Flugabwehrgeschütze. Das General-Programm reagiert nicht. Was ist denn jetzt für eine Scheiße los? Ich bin gleich wieder da, ich starte mein PC neu. Ja. Ernsthaft! Was ein Arsch! Vorher noch eine Granate werfen! Wo kam der denn her? Der kleine campende Wichser! Hallo? Ja, ich. Also, Darko, das müssen wir dann nochmal spielen. Hier gibt's Motorräder, Autos, alles Mögliche, aber hier gibt's auch scheiß campende Wichser. Der eine Camper hat mich abgeschossen von hinten. Und ich weiß auch, wo der ist. Ja. Hörst du mich noch? Ich höre dich, ja. Ich kapiere hier gar nichts mehr. Ich habe nichts offen und habe 53 Millisekunden im Discord. What the fuck? Natürlich nicht, dass das Spiel gecrashed ist. Ja. Ja, da warst du tot, du campender Sniper. Seh euch. Na, wo hast du dich jetzt so versteckt?
Da hinten im Busch. Von hinten, du... Aber du kannst immer weiter vorne beitreten, wenn du einen Punkt eingenommen hast. Okay. Also muss man nicht den ganzen Weg immer von vorne laufen. Nein. Und wenn, dann nimmst du dir Motorrad. Aber ich habe immerhin schon mal ein Kill und 3 Tode. Wow. Ja, es ist nicht gerade das leichteste Spiel. Ne, ich sehe halt, wo die landen, weißt du? Und weil die von vornherein schon so viel hatten, ne? So viele Punkte, spawnen die natürlich immer direkt vor uns. Ja, wir müssen es ja einnehmen, diese Punkte halt. Oh, die sind gerade bei B2, wo ich weggerannt bin. Ach, scheiß drauf, mit dem Reinrennen hier. Was schätzt du, wie lange es noch dauert? 21 Minuten steht da. Da oben im Haus pimmelt einer rum. Aha. Kleine Penner. Ich bin schon wieder sehr weit hinter der feindlichen Linie. Ah, du kannst immer noch beitreten, Darko. Es treten immer wieder neue Leute bei. Ich weiß, aber ich kann nicht aussuchen, sondern ich werde zufällig dem zugelost. Das bedeutet, die Chance, dir beizutreten, ist so gering, das glaube ich nicht, dass es gibt. Das ist dann scheiße. Wäre machbar, wenn wir halt noch im Squad wären, aber sind wir ja nicht mehr. So, ich bin jetzt in der feindlichen Linie. Ist hier überhaupt ein Punkt zum Einnehmen? Ja, da unten. Der hat. Hä, wieso ist der gesperrt? Was soll das? Thank you.
Scheiße! Fuke die Fug Fug. Bitte was? Fuke die Fug Fug. Ah, ich hätte fast den Punkt eingenommen. So ärgerlich. War wieder von hinten. Die pümmeln und verstecken sich wieder im Gebüsch. Das hat doch nichts mehr mit Gameplay zu tun. Scheiß Campers. Mann, ey. Da frag mich mal, ich komme nicht mal in diese Festung rein, weil die alle nur campen. Das ist halt, die haben die Gebüsche auf ihrer Seite, auf der Hälfte. Okay, der war tot. Einmal hier durchs Wasser. Da rennt einer. Und wieder versteckt er sich im Gebüsch. Ich hab Videobeweis. Boah, ey, ich hasse das. Häuserkampf ist nichts für mich. Ist es einfach nicht. Ey, wie? Ich bin in Bewegung. Wie kann der mich treffen, der Hustensohn? Du hast gerade geleckt. Mann, ey, jedes Mal ein Kopfschuss. Da kann man ja nicht mal. Du leckst gerade. Ich weiß echt nicht, woran die Scheiße schon wieder liegt. Hast Warum habe ich auf einmal 60er Ping, ey? Warum? Hast du irgendwas im Hintergrund noch offen? Ich habe nichts, weil ich habe ja auch einen PC neu gestartet. Gar nichts. Nenner. Niente. Ich denn jetzt? Kann man das einnehmen? Nö. Ist doch nicht freigegeben. Also ich mach grad weniger Krieg, ich guck mir eher die Umgebung an und hier hinten ist ein fettes Lazarett-Feldlager. Ey! Kann doch nicht wahr sein. Wie um alles in der Welt komme ich zu einem 57er Ping? Hi. Ich bin noch da. Was war Taskmanager nochmal? STRG alt entfernen. Also
Das hier kannst du nur als Sniper gewinnen. Nicht anders. Hör mal, hier geht's hoch. Ja, wir haben hier auch massig Sniper. Den von meinen abgeschossen. Erstmal wieder ein Kill, so. Also hier kann ich echt nur eine Sniper empfehlen. Anders kannst du hier gar nicht gewinnen. Wir scheinen B gleich eingenommen zu haben. Ne, jetzt sind die wieder dort. Nett gut, nett gut. Nico hat mir gerade eine Privatnachricht geschrieben. Da lohnt es sich jetzt aber mal nicht rein. Oh Gott, was nochmal? Du hörst mich, oder? Ja, aber sehr schwach.
Professor? Ja. Hey, ich höre mich ja wohl ganz normal. Oh Gott, jetzt bist du aber ein bisschen lauter als sonst. Warte, ich mach mir wieder leise. Besser so? Ja. Du kannst jetzt sicherlich nicht auch auf deinen Ping schauen, oder? Während auch mal Bei OBS. Warte ganz kurz, ich versuch's. Ja. 47. Ist auch eigentlich zu hoch, aber wie komme ich auf 50? So, nächster Tote. Das Lustige ist, ich habe den angeschossen und keine 3 Sekunden später hat er sich umgedreht und ballert auf mich. Woher will der wissen, dass ich genau hier oben drinne bin? Der, hä, das siehst du doch selbst, du hast eine Anzeige von wo du geschossen wurdest. Aber der hat direkt hoch ins Fenster geschossen. Also es, mir kann keiner erzählen, dass ich im Haus angezeigt werde dann. Wenn du zu laut bist, hast du ja diesen roten Feindeskontakt-Symbol. Das sieht man ja durch jede Wand. Ja klar, aber... Naja, egal. Ich habe ja immerhin 3 gekillt und ich wurde 6-mal gekillt. Und ich bin gerade in Feindeslinie, hinter Feindeslinie. Ich würde gerne darüber in das eine Haus rennen. Das Problem ist nur, ich werde dabei entdeckt werden. Ich bin nicht entdeckt worden. Wie lange geht das bei dir noch? 7 Minuten. Okay, die warte ich. LOL! Oben im Haus war einer, der hat mich gleich per Headshot weggeballert. Was, sind die hinter uns? Nee. Wieso schießt du da hin, du? Wo sind die? Sowieso noch mal nachgeschaut. Du hattest ja in der ersten von uns aufgenommenen Folge Kontakt mit dem Flammenwerfer. Ja. Der kostet 324.000, wenn man den sich zulegt. Wow, die. Alter, die Arschgang sind direkt hinter uns. Keine Kraftausdrücke. Diese klein verfickten Hurenkinder! So. Monetarisierung im Arsch. Lade nach, lade nach. Da oben bist du, okay. Aber da ist einfach bei mir das Internet schlechter. Keine Ahnung. Selbst die CPU ist nicht ausgelastet. Ah.
Komm, mach. Oh, wieder von hinten, Mann. Ich hasse diese. Warum können die einen umrennen? Das kotzt mich so an. Weil's kriegt es. Ganz ehrlich, im richtigen Krieg würde auch kein einzelner Mann die komplette Front umrennen. Ja doch, wenn er lebensmüde ist. Aber ich habe EP bekommen, weil ich ein Fahrzeug zerstört habe. Muss man auch erstmal schaffen. Mit einer Flugabwehr vor allem. Oh, wie sieht das Klo aus? Naja. Da möchte ich nicht drinnen kacken. Damals hatten die nichts anderes. Ich gehe wieder hier ran. So, und weg, denn hier wird gleich wieder einer angeschissen kommen. Alter, die Waffe verzieht so stark. Ich hab ins Knie geschossen und der war tot. Ein Erfolgserlebnis für mich. Ha, wieder einer. Jetzt läuft's. Zum Ende hin läuft's bei mir. Zum Ende hin läuft's bei mir. Warum das? Gewinnt ihr wenigstens? Ach, nee. Ups. 45 Minuten geht die Folge schon. Da rennt wieder einer. Ja, komm, ein Schuss, du kleiner Huren. Besteiger, du. Ist gleich zu Ende. Ein paar Sekunden noch. Amerika hat das Missionsziel 040 erfolgreich verteidigt.
Korb zu Ende. Ja, komm. 3 Sterne. Munition freigeschalten, Wolfengel. Okay. Modell oder Spezialist. Dark Rover lädt sie ein. Danke. Ich wollte erstmal gucken, was ich habe. Können diese Verbesserung jetzt mit folgendem Modell benutzen? Modell 1934.